Domnul von Braun și generalul Müller sunt pe aici? Sind von Braun und General Müller hier? Nein, keiner ist hier. Dar doamna Hoffmann. Aber Frau Hoffmann? Auch nicht hier. Nici ea. Amerikaner sind hier, Kriegsgefangene, Flieger. Avem prizonieri americani, niște aviatori. Eu trebuie să plec la comandament. Cioro, gârlo, chelule. Îngrijiți-vă de prizonieri. Unde sunt americanii? Wo sind die Amerikaner? In Kellerräumen. În pivniță. De ce îi țin acolo? Weshalb sind sie dort? Exact, das Gebäude vor amerikanischen Bomben zu schützen. Ca să ferească clădirea de bombardamentele americane. Mm-hmm. Să-i vedem. One two. All right, boys, get dressed. They're coming to talk to us. Oh, what does he want? No, shut up and hurry. Hey, how is he going? Great, good. What do you care do they want? Give me another. What does he want? Come on. No. Everybody. Ei sunt prizonieri. Unilor doi și l-a încaput. Caput! Nu știu cum să le explic. Veți fi transferați în altă parte. De fapt, sunteți liberi, înțelegeți? Am înțeles foarte bine. Da-ți voie, Major Dixon. Pare bine. Să rămân în Cleveland. Ăștia sunteți toți? Yes. Adică, da, da, ăștia suntem. Poftiți cu mine. Ce e în haus? În haus. Closet. Ieși afară. Am înțeles. Nu trebuie să-mi spui de 10 ori. Da. Maiorul și șeful Gestapo-ului au fugit. Trebuie găsiți imediat. Pe de altă parte, suntem informați că nemții pun la cale o provocare. Uh-huh. Unde sunt prizonierii angloamericani? În siguranță. I-am scos de la ambasadă și i-am cazat la Hotel Union, lângă Teatrul Național. Pază bună.
No, no, no. Let me. All right. Hold it. No, I can't. There's a fourth one. Well, you want to see about it? There. All set. No, I can't. Let me. Let me now. Diamonds. Two diamonds. You play. Joe, careful. Diamond. Thank you. Cigarette. No. No, I can't. Cigarette. Try again. Wir müssen versuchen, von hier rauszukommen. Unsere Offiziere werden auf den Straßen gejagt. Hier sind wir weitaus sicherer. Wir müssen zu einer deutschen Einheit gelangen. Merkwürdig, wie eilig Sie es plötzlich haben, die Amis loszuwerden. Nachdem Sie Ihnen doch die Liste unserer Agenten aus Rumänien versprochen haben. Das haben Sie schon in Erfahrung gebracht. Ich habe auch meine Fühler. Sir, komm! Was ist das jetzt? Nichts hier raus hier. Nichts hier raus. Domnule general, ultimele puncte de rezistență germane au fost lichidate azi noapte în capitală. Câțiva se mai bat pe cheul Dâmbovițe și la școala de război. Perfect. Grupul de blindate care forța intrarea în București la bariera Rahova a fost oprit. Și? Mai există un grup la sediul Gestapo-ului pe strada Berzii. Da. Vor căuta o ieșire. Da. Cel mai probabil pe linia Giurgiu, pe Dunăre, către Budapesta Viena. Provocarea le-a reușit. Au pus mâna pe toți prizonierii anglo-americani care se aflau la hotelul Union. Și-au pierdut ultimul dram de demnitate. Ne putem aștepta la orice.
Colonel, antreten. Befehl ausgeführt. Danke. Ich bin Major der Wehrmacht. Ihre Papiere? Wache. Abführen. Hände runter. Major Robinson. Sind das Geschwader Foggia. Erfreut. Steinbrenner. Vierte Armee, Abteilung Tod und Krieg. Was haben Sie mit uns vor? Nichts Böses. Warum dann diese Gefangennahme? Ein Mittel, kein Zweck. Verstehe ich nicht. Sehr einfach. Sie werden an der Spitze unserer Kolonne fahren, falls uns jemand aufhalten will. Versuchen wir durchzubrechen und Sie werden uns begleiten. Ein langer und gefahrvoller Weg. Was ich verstehe, es wird unser Leben kosten. Nur im äußersten Notfall. Ah, bist du's? Endlich. Endlich finde ich sie. Was tut sich noch? Die Kämpfe in Bukarest können höchstens bis heute Abend andauern. Es heißt, dass Freiherr von Killinger sich erschossen hat. Was schlagen Sie vor? Keine Zeit verlieren. Ist das nicht Claudias Kleid? Doch. Wo ist sie? Habe noch eine Rechnung zu begleichen. Ich glaube kaum, dass wir für solche Sachen noch Zeit haben. Außerdem ist es auch zu spät dazu. Und? Wohin jetzt? Ich gehe zu unseren Leuten. Înțeles. Da. Un moment. Scoală-l pe băiatul ăla care a venit azi dimineață. Da. Da. S-au masat în pădurea Pantilimon. Nemții forțeză șoseaua spre Giurgiu. Da. Bun. Îl trimit pe Arman cu câțiva oameni să vadă despre ce este vorba. Da. Au tancuri cu ei? Da. Da. O coloană de blindate care a fost respinsă de pe șoseaua Pitești. Căutau și ei drumul spre Dunăre. Trebuie împiedicată întâlnirea. Bună. Bună. Salut. Am dormit cam scurt. Ce? S-a încins gazanul? Cam așa ceva. A, cât e ceasul? Păi, este 10:36, exact ca la gara. Îmi pare rău că nu te-am lăsat să dormi mai mult, dar să evit o chestiune urgentă. Despre ce e vorba? Soldaten! Eure letzte Aufgabe in diesem Land, das wir nun verlassen müssen, ist, das Banner unseres Führers in die Heimat zu bringen. Die Aufgabe, die sich uns hier stellt, ist schwer, aber wir müssen es versuchen,
dies Sinnbild einer Vergangenheit, what fanatics, für die wir uns nicht zu schämen brauchen. They all do that for their colors. Kompanie, Stillstand! Zum Fahnen Gruß! Sieg! Heil! Sieg! Heil! Sieg! Heil! Euch! Herr Major, Sie können uns begleiten. Ihre militärischen Kenntnisse werden uns von großem Nutzen sein. Frau Hoffmann, von der deutschen Gesandtschaft und Ihr Fahrer. Haben Sie die Papiere gesehen? Jawohl, Herr Major. Herr Major. Grăbiți-vă, băieți. Ne-au sosit întări. Așa bine, blocați trecerea. Așezați-le pe două rânduri. După aia reveniți la posturile voastre. Voi vă ocupați și de acum. Ce vezi? Pe aici nu pot veni, dar ne pot surprinde dacă găsesc drum ocolit prin sat. Înțelegi? Ce mai clar. Par firea la naibii. Uite, o să încerce sigur să forțeze barajul de mine din față. Cunoște amplasamentul foarte bine și în pădure. Îl știi. Crezi că putem rezista? Sigur. Ce, nu cumva ți-e frică? Einsteigen! Los, los! Komm, einsteigen! Wir haben Fall! Nicht so schwer, keine Angst! Los. Auf damit! Geht schon rauf! Alle, fahren! Mach uns dämmen! Rascher! Viel rascher! Ende hoch! Fertig! Minarea zonei s-a făcut. Către toate... Ce credeți? Dacă au tancuri și vor forța șoseaua, vor putea trece. Ați pregătit o unitate de intervenție? Putem trimite o baterie de antitancuri. Perfect. Wieder vereint, in guten alten Romanen. Genau, man hat auch im Krieg seine Chancen, wie? Das sage ich auch. Nicht mal, wenn wir es abgesprochen hätten, hätte es besser geklappt. Aber ich sehe Müller nicht. Och, der muss jetzt längst in Sicherheit sein. Schade, dass er nicht auch da ist. Warum? Ich hätte ihm gern manches erzählt, was uns betrifft. Hattest du bisher nicht genügend Zeit dafür? Einiges habe ich ihm schon gesagt. Da waren aber noch ein paar Einzelheiten. Weshalb suchst du ihn nicht? Dieser Obersteinbrenner. Weiß er etwas über Müller? Aber nein, der hat keine Ahnung, wer Müller war. Vielleicht sag ich ihm, wer er war. Und ich glaube nicht, dass es ihn kalt lassen wird. Ich glaube nicht. Meinst du etwa, dieser Obersteinbrenner werde seine Jungs in die Hände der Rumänen fallen lassen, bloß Müller zuliebe? Ich denke, du hast recht.
aber irgendjemand wird uns doch fragen, was aus Müller geworden ist. Schließlich und endlich ist er hergekommen, um Dinge zu erfahren, die du und ich sehr gut wissen. Es hat Zeit, der Krieg ist noch lange nicht aus. Du solltest nicht immer so schwarz sehen, Gerda. Vin, trage o rafală de avertisment. Wir haben die Straße vermint. Was machen wir? Wir schicken Ihnen einen Parlamentär mit zwei Geiseln, die sagen Ihnen, dass keiner von den Amerikanern am Leben bleibt, wenn Sie uns nicht durchlassen, nicht? Hallo. Hallo. Da. Kommandamentule. Da. Domnule Comandant. Hallo. Da. Vă ascult. Da, da, vă ascult. Da, am auzit totul. Preluați dumneavoastră comanda și faceți tot posibilul să rezistați până mâine. Da, în mod sigur, mâine veți primi ajutoarele cerute. Da, da, aveți grijă pe flancuri. Dar orice acțiune germană s-ar putea... Alo! Alo! Trimit parlamentar. Cum s-ar zice, o să vorbim discuții. Dar să ne arde nou acum. Ei, drăcie, aduc cu ei și doi ostatici. Doi aviatori americani. Deci asta era. Ei au prins porci. Ca la Geneva, măi, să știi că ăștia nu-s normali. Măi, să fiu al dracului. Ia stai. Gestatten Sie, wer befehligt hier? Ich. Worum geht es? Unser Kommandant, Major Steinbrenner, wünscht kampflos durchgelassen zu werden. Sie meinen wohl... Nachdem Sie entwaffnet wurden, ne? Sie sprechen sehr gut Deutsch, aber ich möchte, dass Sie mich von Anfang an richtig verstehen. Major Steinbrenner wünscht, mit allen Waffen und Gefangenen durchgelassen zu werden. Zwei haben Sie vor sich. Major Robertson, from the Italian Medranin fleet from Foggia. We are the Germans' prisoners. We are hostages. You understand? Yes, I do. Ziehen Sie sich für eine Stunde zurück und Sie bekommen Antwort. Haben Sie mich klar verstanden? Achtung! Hier nach! Dummköpfe. Zwingen uns, sie abzuknallen, statt sich und uns zu retten. Doi ostatici au încercat să fugă. I-au ucis. Ia uite-te. Dau ordin să tragă ei. Prafii facem. Nu? Alo? Alo, comandamentul? Comandamentule? Niciun țel. Alo, răspunde-mi, comandamentule? Nu atât de ușor. E vorba de vieți omenești. Ia uite-te. Parcă-s niște fiari încolțite. Alo, comandamentule? M-auzi? Vine Chelu. Mesaj de la comandant. Răspundem, sunt pe recepție. Să văd. Citește. Ce scrie? Nu trebuie lăsat să treacă cu niciun preț. Și ostatici? Ostatici. Legile războiului, sufletul la garderobă. Cum vine asta? Lasă că-ți explic eu după terminarea războiului. Toată lumea pe poziție, foc! Thank you.
Atenție, nu trage în ostate! Tot să-i curețe nemții. Mama lor de bestii. Nu știu ce a de gând, dar nu o să renunțe. S-au ascuns. Ce, aici ar fi fost bune niște tancuri. Mamă, mamă, în câteva minute ai luat dracu. Știu, dar tancurile sunt în altă parte. Es gibt es nur noch eine einzige Möglichkeit. Die Amerikaner tut es denen nicht leid. Vielleicht tut es ihnen eigene Leute leid. Wo soll ich die herholen? Es gibt hier einige, ein Dorf. Sie nehmen einige Mann? Und bringe mir 10, 15 Leutchen her. Die setzen wir in ein LKW und dann buddeln die Minen von selber raus. In Ordnung. Aber kein Mitleid. Sie bringen Frauen und Kinder, die wirken in solchen Fällen Wunder. Jawohl, Herr Major. Antreten! Ceea ce m-am temut cel mai mult, s-a întâmplat. Adică? Se duc în comună alăturată după ostatici. Nu se poate. Ascultă-mă pe mine. Asta fac. Și ce de făcut? Iau un mic grup de oameni și strecoară-te după ei. Apucă pe un drum lateral. Caută să-i împiedici. Hai. Du-te. Ich glaube, Sie haben das einzig Richtige getan, Herr Major. Ich komme von Russland. Die habe ich auch nicht mit Handschuhen angefasst. Warum sollte ich hier Skrupel haben? Die können uns auch nicht leiden. Genau. Wie gefällt dir das? Oh ja, das dürfte das einzige Mittel sein, mit dem wir hier den Durchbruch erzwingen können. Wir versuchen, die Barbaren zu rehabilitieren. Alle Armeen der Welt würden wie wir handeln. Was erwartet uns über diese Brücken, diese Minen? Ein ebenso schreckliches Ende. Du bist müde geworden, Gerda. Ich habe die Dummheiten, die wir machen, satt. Oh ja, deine Theorien kenne ich. Napoleon mit dem Gesetz, Hitler mit dem Galgen, wie? Was für ein Gedächtnis. Damit kannst du mich vorne Henker bringen. Vergiss aber nicht, ich bin ein harter Brocken. Oh ja, das weiß ich, kenne dich doch. Du hast den Wahnsinn bloß gespielt.
hast mich überall verpfiffen. Du hast sogar Müller aus Berlin kommen lassen, damit er mich erledigen soll. Ich bin aber auch ein harter Brock, meine liebe Gerda. Unser Spiel ist noch nicht zu Ende. Wollen wir es nicht besser abbrechen? Nicht, solange ich nicht im Vorteil bin. Gib mir auch eine Chance. Wie du wünschst. Aber lass dir gesagt sein, ich werde versuchen, meinen Vorteil auszubauen. Tronarul vine cu ostatici. Încearcă să-i salveze. Deminați șoseaua după planul dinainte stabilit. Hai, rapid! Am înțeles. Major Steinbrenner hofft, dass sie uns diesmal die Durchfahrt gestatten werden. Gut. Lassen Sie diese Leute hier als Garantie. Kommen Sie mit den Geißeln nach vorn. Wir werden nicht schießen. Der Mummy. Hi, Vino. Wir lassen uns durch. In Ordnung. Aufsteigen. Meinst du, die werden uns durchlassen? Hast du Angst? Nee. Wäre aber doch stupide ausgerechnet, jetzt zu fallen. Bleib ruhig. Weiter. Bravo, Dima. Noroc a scăpat. Da, se trăiește. Bine lucrat. Eh? Cum e, fraților? Era să dăm o tupofie, așa-i? Sănătate, maică! Eram morți cu toții, maică! Hai, lasă, femeie, lasă, nu mai plânge. Hai, liniștiți-vă, fraților. Uite, o să vă ducă băiatul ăsta cu mașina acasă. Hai, copii, fiți cuminți. Bine că a scăpat. Mergeți fiecare la casele voastre. Uite, trimiteți niște pâine, mă, că murim de foame aici. Yeah, yeah.
krepier schon nicht. Schnell! Schnell! Was zum Teufel? Was zum Teufel geschieht mit mir? Unser Wagen ist umgekippt. Wir sind die Einzigen, die entkommen sind. Sie wollen doch nicht sagen, dass Steinbrenner und so weiter tot sind. Doch. Und dass nur wir noch übrig sind. Hier, auf freiem Feld. Allein. Von den unseren abgeschnitten. Wir haben allerdings die Wahl. Entweder fallen wir den Rumänern in die Hände, oder bringen wir uns gegenseitig um. Lächerlich. Warum sollten wir uns umbringen? Ach, ich bin auch sympathisch. Pastore, Pastore. What is it? Băi, Marina, băi! Că mama îmi face diplomație, mă! Sie waren immer nett zu mir. Der Bagger war anscheinend bewohnt. Decken, Schaukelstuhl, sogar ein Radioapparat. Damit haben die wohl London abgehört. Wie? Români, trupele hitleriste sunt în frunte pe toate fronturile. Peste 8.000 de prizonieri, 7 generali și sute de ofițeri capturați. Rezistențele hitleriste de la Câmpina, Moren și Turnul Severin au fost lichidate. Trupele germane din jurul Bucureștiului au fost nimicite. Nichts mehr zu machen. Glauben, dass sie den Krieg verloren haben? Der Austritt Rumäniens hat ihn jedenfalls verkürzt. Sein Ausgang ist mir unbekannt. Freund, Freude schöner Götterfunken. Meinst du, es wird noch einmal Deutsche geben, die sich über ihr Dasein freuen könnten? Warum stellst du gerade jetzt solche Fragen? Warum? Ich weiß es nicht. Ich habe einen prima Wein organisiert. Trinken wir doch lieber. Nach all dem. Prost! Was waren Sie eigentlich in Ihrem Zivilleben, Ernst? Fleischer, Herr Major. Fleischer. Ein reizender Beruf? Ach, oh. Hat mir gar nicht gepasst. Aber ich musste mich durchschlagen. Da haben Sie wohl recht. Ich habe Jura studiert. Jura? Dann kam der Krieg. Dann habe ich bei verschiedenen Verhören Hilfe geleistet. Das machte Spaß. Die wissen gar nicht, wie interessant es ist, wenn man sieht,
wie Menschen Angst haben. Finden Sie sie interessant? Ich finde sie abscheulich, feige. Die Menschen sind nur interessant, wenn sie imstande sind, sich zu wehren. Ich müsste mir eigentlich die Hände waschen. Wollen Sie nicht mal nachsehen, Ernst, ob sich da was Essbares auftreiben lässt? Ja, klar. Bis es soweit ist, trinken wir, Gerda. Zwischen uns beiden hätte eigentlich alles großartig sein können. Sauber und schön. Warum sprichst du in der Vergangenheit? Weil du dich doch nie mit mir aussöhnen würdest. Habe ich nicht recht? Du bist viel zu verwöhnt. Und was dann? Weiß ich. Frischer Käse, Brot, Tomaten, Konservenbüchsen. Na, das wird schmecken. Ja, ich will mir doch die Hände waschen. Woran denken Sie, Ernst? Dass wir sehr viele waren und immer weniger werden. Immer weniger. Da mögen Sie recht haben. Nicht wahr? Ihr dort! Was ist los? Ja, ihr beide steht mir längst im Weg. Da hast du beschlossen, es umzulegen und nichts mehr zu riskieren. Wie hast du das erraten? Täte ich es jetzt nicht? Würdest du es in ein paar Minuten machen, stimmt's? In Frauenaugen kann ich lesen. Prahl noch nicht so. Ernst, bring ihn um! Keine Sorge, Frau Hoffmann. Bring ihn um! Solche Prahler habe ich noch umgelegt. Wirklich? Ernst! 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 Bring ihn um! Ernst, bring ihn um! Ernst! Glaubst du wirklich, Mensch, schließe mich von dir wie ein Hammel ab? Bring ihn um, Ernst! Und warum auch nicht? Ernst, bring ihn um! Bring ihn um, Ernst! Früher hat ein deutscher Offizier noch Ehre im Leib. Auch das ist mir her. Ich danke Ihnen, Ernst. Sie sind großartig. Trinken Sie doch, Ernst. Danke. Ich werde es Ihnen vergelten, wie man einen wirklichen Mann belohnt. Sie? Eine so feine Dame mit mir, einem Fleischer. Warum denn nicht? Nein. Sie sind ein interessanter Mann. Ein Mann, wie ihn sich viele Frauen wünschen. Aber Frau Hoffmann, hören Sie auf mit der Komödie. Ich habe Ihnen gedient, so gut ich konnte. Jetzt bin ich am Zug. Was wollen Sie damit sagen? Ich brauche die Dinger dort. Geben Sie sie her. Du kannst das nicht machen. Es ist alles, was ich in so vielen Jahren gespart habe. Frau Hoffmann, ich habe keine Zeit für lange Reden. Geben Sie her. Und was werden Sie nachher tun? Nachher bringe ich Sie um, wie ich den da umgebracht habe. Ich habe nicht den Mut, eine Frau zu töten. Warum denn nicht? Das ist doch mein Handwerk. Ich habe es oft genug getan. Und wer mich kennt, der weiß, dass ich es tue. Also geben Sie mir die Tasche, damit ich keine Gewalt anwende. Gute Reise! Ha 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 ha
Crezi că s-a terminat războiul? Dragoștie, cred mai curând că s-a terminat un război și începe altul. De altfel. De altfel? Și ce crezi că va naște războiul ăsta? Un om nou. În 1936, când luptam în Spania împotriva faștiștilor, mă întrebam cum va arăta acest om nou, pentru că va fi, cu siguranță, un om nou. Când o să apre, să-mi spui și mie. În sfârșit, singuri. Promite-mi că rămâi cu mine. Da? Români, armata română a dovedit în aceste zile înălțătoare că este a țării, a poporului. Trupele hitleriste sunt înfrânte pe toate fronturile. Peste 8.000 de prizonieri, 7 generali și sute de ofițeri capturați. Rezistențele hitleriste de la Câmpina, Moreni, Buziaș, Moldova Veche și Turnu Severin au fost lichidate. Ieșirea României din război înseamnă prăbușirea întregului sistem de apărare german din Balcan. Prin izgonirea trupelor germane din România, se deschide poporului român calea libertății și a independenței.